Wir kennen ja schon verschiedene Politikbereiche, Umweltpolitik, Ausländerpolitik, Russland und so weiter. Da gibt es ganz viele spannende politische Themen. Und in letzter Zeit haben sich immer mehr Fragen halt im digitalen Raum gestellt. Und da finde ich es wichtig und richtig, dass sich immer mehr auch einen eigenen Politikbereich, eben Digitalpolitik, herauskristallisiert. Was ist inhaltlich? Ich denke, es geht dort überall darum, wo es wegen diesen technologischen Entwicklungen, die unsere Gesellschaft verändern, auch politische Antworten braucht. Manchmal braucht es Regulierungen, wo irgendwelche Sachen müssen eingeschränkt werden müssen. Beispielsweise Gesichtserkennung ist so ein Thema momentan. Wie soll das reguliert werden? Manchmal braucht es aber auch Fördermittel, für irgendwelche Innovationen anzustoßen, zu unterstützen. Das ist eine sehr vielfältige Thematik. Also ein Trend ist ganz klar, dass rund um die künstliche Intelligenz, Machine Learning, also wie die Maschinen lernen, menschliches Verhalten zu imitieren oder quasi Aufgaben zu übernehmen. Das kann aber sowohl im positiven Sinn genutzt werden, in der Medizin, in der Demokratie, überall gibt es Möglichkeiten, wie man künstliche Intelligenz kann nutzen kann. Wir forschen zum Beispiel dort an der Uni und der BFH zum Thema Textanalytik, also dass man Texte von der Maschine lesen kann. Eine Idee ist, Vernehmlassungsantworten einfacher, besser zu analysieren und effizienter zu machen. Also da kann der Staat extrem profitieren. Andererseits ist es natürlich auch eine entsprechende Herausforderung. Dort, mit diesen neuen Technologien gibt es natürlich auch Gefahren. Gefahren eben mit Artificial Intelligence, wenn es um Überwachungsmöglichkeiten geht, dass man Videoüberwachung quasi durch die Maschine kann ausführen lassen, Personen kann tracken. Da denke ich, haben wir ein anderes Verständnis als in China. Und da werden wahrscheinlich ähnlich die europäischen Datenschutzvorstellungen umsetzen in der Schweiz. Und da ist dann die Frage, ja, wie gehen wir mit dem um? Ich denke, der öffentliche Sektor kann noch sehr viel profitieren. Ich denke, das Potenzial für Digitalisierung ist noch nicht ausgeschöpft. Das kann mal ganz einfache interne Digitalisierungsthemen sein. Also wir haben da verschiedene Projekte aktuell beim BAFU oder bei anderen Bundesämtern, wo es darum geht, einfach, wie können Prozesse effizienter gemacht werden, dass man nicht mehr 1000 E-Mails hin und her schicken muss, sondern dass man über eine moderne Plattform Daten transferieren kann. Daten verknüpfen, neue Erkenntnisse gewinnen. Aber wir haben auch ein spannendes Projekt für die Stadt Bern realisiert, so ein interaktives Visualisierung von der Nachhaltigkeitsmonitoring von der Immobilien von Stadt Bern. Also, dass man dort noch besser kann, wenn es um nachhaltige Entwicklung geht, das Potenzial, den Nutzen zeigen, die Bevölkerung verständlicher machen. Das sind grosse Chancen für die Digitalisierung. Ja, da gibt es, ich würde sagen, so wie zwei Gruppen von Parlamentariern. Die einen, die sich wirklich sehr, ich sage jetzt mal im engeren Sinn, um Digitalisierung kümmern und sehr engagiert dahinter sind. Da gibt es Leute im Parlament, die sich zum Beispiel für eine Neuauflage von der EID einsetzen. Es hat ja dieses Jahr die erste digitalpolitische Abstimmung gegeben, kann man sagen, die gescheitert ist, oder? Wo quasi der Bundesrat eben nicht durchgekommen ist mit seiner Vorlage. Und da gibt es jetzt sehr positive Kräfte rund um ein paar wenige Leute, die entsprechend eine neue, aber bessere E-Idee fordern. Und das ist in dem Sinn sicher mal, so ein bisschen, sagen wir mal, der Kern, der vor Digitalisierung oder das vorantreibt. Es gibt Leute, die sich zum Beispiel in dem Zusammenhang auch mit Umweltthemen und Digitalisierung befassen, dass zum Beispiel der Energieverbrauch kann reduziert werden vor Digitalisierung. Und nachher gibt es aber auch eine grosse Gruppe von Parlamentarierinnen und Parlamentariern, die sich einfach aus Interesse mit diesen Digitalisierungsthemen zusammenfinden. Wir haben jetzt dieses Jahr die Paradigi Masterclass durchgeführt. Eine Prozession, eine zweistündige Weiterbildung für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Und da sind zum Teil bis zu 17 Leute gekommen, also Nationalräte und Ständeräte, die sich während zweistündigen Vorträgen von Wissenschaftlern sich über KI, über Internet der Zukunft und über Security-Themen informiert haben.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, die EID wird es gerne. Es gibt ja schon heute Identifizierungen im digitalen Raum. Die Frage ist einfach, was braucht es für eine gesetzliche Grundlage? Was man gesehen hat, aber das Volk war ja dagegen gewesen, primär weil eben nicht der Staat der Ausgeber, also der Herausgeber von der EID war, sondern dass eben jetzt eine Privatwirtschaft das hätte sollen machen. Und das war einer der Hauptgründe gewesen, wieso das abgelehnt wurde. Das heisst, die neue Auflage von dieser EID wird ganz klar der Staat als zentraler Akteur vorgesehen. Und das kann sehr gut funktionieren. Also wir haben diesen Sommer ja das positive Beispiel von dieser Covid-Zertifikate-App gesehen, die ja tatsächlich der Staat herausgegeben hat. Hinter dran waren schon private involviert, die technische Umsetzungen gemacht haben. Aber der Verantwortungsträger ist in der Staat. Und das schafft Vertrauen. Weil ich denke, die öffentliche Hand, der öffentliche Sektor genießt immer noch ein sehr hohes Vertrauen in der Bevölkerung. Und sicher höher als irgendwelche Big-Tech-Firmen wie Apple oder Microsoft. Und von dem her finde ich es sehr gut, wenn der Staat mit der EID hier einen neuen Schritt wagt. Technisch gibt es auch Lösungen, wie man das besser umsetzen kann. Und von dem her bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass wir da in den nächsten 1-2 Jahren wieder ein neues Gesetz werden haben, wo es hoffentlich kein Referendum mehr gibt, wo wir dann hoffentlich alle können davon profitieren. Ja, der Datenschutz, das ist so ein ambivalentes Thema, sagen wir es mal so. Also, ich denke, wenn man einfach die Leute fragt auf der Straße, ja, wie wichtig ist euch der Datenschutz, dann sagen alle, ja, das ist wahnsinnig wichtig, dass meine Daten gehören mir und alles. Wenn man sie dann fragt, ja, wo habt ihr eure E-Mails und eure sonstigen geschäftlichen Daten, wo speichern die Schulen ihre Daten, dann ist dann sehr schnell die Antwort, ja, natürlich bei Microsoft, bei Google, irgendwo im digitalen Raum, da spielt es plötzlich keine Rolle mehr. Also dort, denke ich, müssen wir noch ein bisschen mehr in die Richtung gehen, dass das Bedürfnis von Datenschutz auch ein bisschen mehr der Realität angenähert werden kann. Dass quasi gerade öffentliche Institutionen noch mehr auf das Augenmerk, auf Datensouveränität, digitale Nachhaltigkeit legen, um dann letztlich eigentlich das Bedürfnis, das wir haben, dass eben die Privatsphäre geschützt ist und nicht einfach monetarisiert werden von irgendwelchen Big-Tech-Firmen, dass das dann wirklich auch gewährleistet ist. Da haben wir in der Stadt Bern beispielsweise Schulen, die diesen mutigen Schritt haben gewagt haben, mehr eben Autonomie von den Daten zu haben. Was man auch gesehen hat, dass es in dem Sinne nicht einfach ist. Der Weg, die Abhängigkeit von Microsoft ist so gross, dass man jetzt, ja, durch die Akzeptanz oder eben Nicht-Akzeptanz der Open-Source-Lösungen wieder bei Microsoft landet. Nichtsdestotrotz, viele Daten im Hintergrund sind immer noch auf den eigenen Server von Stadt Bern. Und von dem muss ich sagen, ist gleich teilweise erfolgreich gewesen, das Projekt für die Schulen von Stadt Bern. Ja, ich denke, wichtig ist noch, dass immer mehr eben die Ängste rund um die Digitalisierung reduziert werden können. Weil ich denke, unter dem Strich gibt es einen Netto-Nutzen für uns als Menschen, die Digitalisierung. Auch wenn es Umweltthemen gibt, die man muss lösen muss, oder eben Leute, die abgehängt sind. Dort denke ich, muss man einfach sich ganz konsequent überlegen, wie können wir die Ängste adressieren. Oder wenn Leute Angst haben vor 5G, dann ist das vielleicht schon in erster Linie wegen den Strahlen, sagen sie. Aber vielleicht hängt es auch zusammen mit ihrem Arbeitsplatzverlust. Oder? Dass sie faktisch sagen, ja, 5G ist böse, aber eigentlich haben sie generell Angst vor Digitalisierung. Und darum muss man überlegen, wie könnte man die Leute mitnehmen, die entsprechend Angst haben, dass ihr Arbeitsplatz beispielsweise verloren geht durch die Automatisierung. Weil alles, was kann automatisiert werden, wird automatisiert. Und das wird immer wie mehr sein durch die künstliche Intelligenz. Und dort wäre es wichtig, dass beispielsweise diesen Leuten Perspektiven geboten werden. Wie können sie sich weiterbilden? Wie können sie Arbeiten machen, die auch für sie sinnstiftend ist, langfristig? Auch wenn es vielleicht nicht mehr so repetitiv ist wie vorher. Wie können beispielsweise mit einem bedingungslosen Grundeinkommen alle Versorgungsängste gelöst werden? Also das wird schon einiges bewirken, denke ich. Dass man dort als Staat, Kanton, Bund Antworten braucht, denke ich, das liegt auf der Hand.